Der eigene Hund ist einfach der Größte, stimmt's? Selbst wenn er der Kleinste ist. Es ist schon erstaunlich, wie groß oder auch wie klein Hunde so sein können. Und dabei stammen alle vom Wolf ab. Total interessant, wie unterschiedlich sie sich über die Zeit und die verschiedenen Zuchten entwickelt haben. Wir präsentieren euch nun die 5 größten und 5 kleinsten Hunderassen der Welt. Wenn ihr mehr über die einzelnen Rassen wissen wollt, schaut mal in die Rasseporträts auf unserem Kanal. Es kommen regelmäßig neue hinzu. Unser Tipp: Abonnieren, Glocke drücken und immer wieder staunen. Die Auswahl der größten und kleinsten fällt gar nicht so leicht, denn bei jeder Hunderasse gibt es besonders große und auch besonders kleine Exemplare und manchmal sogar richtige Ausreißer, die es bis ins Guinness-Buch der Rekorde schaffen. Außerdem sind Rüden zumeist größer als Hündinnen. Deshalb haben wir uns immer an der Durchschnittsgröße der Hunderassen orientiert. Und hier ist das Ergebnis. Es geht los mit echter Größe. Die Dogge. Wie bitte? Dieses Riesentier nur auf Platz 5? Jaha, ihr könnt gespannt sein, was noch kommt. Die deutsche Dogge ist neben ihren imposanten Körpermaßen auch für ihre Eleganz bekannt. Aufgrund ihrer Höhe von bis zu 81 cm kann sie schon einschüchternd wirken. Dabei ist sie voller Sanftmut und sensibel. Für ihre Haltung braucht ihr nicht nur viel Platz, sondern auch viel Zeit, denn sie braucht viel Bewegung. Am besten, ihr habt ein Grundstück mit Garten. Das Gegenstück in unserem Ranking der Zwerge und Riesen? Der Malteser. Er gehört nicht nur zu den kleinsten, sondern auch zu den ältesten Hunderassen der Welt. Seine Beliebtheit geht schon auf die Antike zurück. Das weiße Fellknäuel ist wachsam, super lebhaft und möchte überall dabei sein. Malteser brauchen ausgedehnte Spielzeiten und stehen auf Agility-Training. Anschließend lieben sie lange Streicheleinheiten. Sie sind eifrig und lernwillig, was die Erziehung vereinfacht. Hashtag Anfängerhund. Der Pyrenäen-Berghund, oder kurz Partout, ist eine alte französische Hunderasse, die schon seit dem Mittelalter als Hütehund vor allem in den Bergen eingesetzt wurde. Dieser Aufgabe kommt der sanfte Riese jedoch nicht mehr so häufig nach. Heute tut er sich viel mehr als liebevolles Familienmitglied hervor. Er hat einen hohen Beschützerinstinkt, ist intelligent und eigenständig und sehr aktiv. Die Erziehung sollte daher konsequent, einfühlsam und mit viel Bewegung verbunden sein. Der kleine, wuschelige belgische Griffon ist ein Hund mit Bart und ein großartiger Familienhund. Er harmoniert mit allen Familienmitgliedern, Kindern sowie Senioren. Er ist anhänglich, mag körperliche Nähe und braucht viel Zuwendung. Dafür braucht er nicht viel Platz und eignet sich super als Stadthund. Der kleine Belgier ist mutig und wachsam und ein treuer Freund und toller Spielkamerad. Anatolische Hirtenhunde. Zu dieser Kategorie gehören 4 türkische Herdenschutzhunde, die ganz schön etwas auf die Waage bringen. Die großen, massigen Tiere erreichen eine Widerristhöhe von bis zu 85 cm. Sie wirken dominant, sind auch super Hütehunde, aber eigentlich total friedfertig. Sie knüpfen eine enge Bindung zu ihrem Herrchen und reagieren Fremden gegenüber eher reserviert. Da sie sich nicht einfach unterordnen, solltet ihr euch nur an diese Rasse herantrauen, wenn ihr erfahren seid und die Herausforderung mit Konsequenz und Kompetenz annehmt. Der Zwergspitz erfreut sich auch schon seit 200 Jahren einer großen Beliebtheit. Zu Recht! Das kleine Fellknäuel ist quirlig, intelligent und ebenfalls ein super Familienhund. Die Rasse ist sehr menschenbezogen, braucht aber auch einiges an Erziehung. Trotz seiner maximalen 4,5 Kilo sieht sich der Zwergspitz als starker Beschützer der Familie. Er ist treu und bleibt nicht gerne allein. Neben mittellangen Spaziergängen freut er sich über Intelligenzspiele. Denkt ihr bei Bernardina an einen mutigen Retter im Schnee mit Schnapsfass um den Hals? Das passt! Der massige Schweizer ist bekannt für seine erfolgreiche Suche nach Lawinenopfern. Heute wird er aber vor allem als gutmütiges und kinderliebes Familienmitglied geschätzt. Da er sehr geduldig ist, bringt ihn nichts aus der Ruhe. Trotzdem passt er gut auf sein Rudel auf. Die großen Kuscheltiere bleiben nicht gerne alleine, sondern brauchen ständigen Kontakt zu ihrer Bezugsperson, die bei der Erziehung mit viel Konsequenz und Liebe handeln muss. Bekannt, beliebt, berüchtigt, der Yorkshire Terrier. Mit einer Größe ab 18 cm sieht er aus wie ein Kuscheltier. Aber von wegen,
Der Yorkie ist ein starker Charakter, der Action liebt und einen eigenen Willen hat. Gezüchtet als Arbeitshund in den Docks, ist der Mini-Terrier wachsam und furchtlos. Er liebt seine Familie und beschützt sie unerschrocken. Dieser starke Wille braucht eine ebenso starke Führung. Daher ist der Yorkie kein Anfängerhund. Und übrigens auch nichts für Couch-Potatoes, denn er braucht spannende Spaziergänge und Abenteuer. Und tata, hier ist unsere Nummer 1 der größten Hunderassen, der irische Wolfshund. Rüden werden gerne bis zu sagenhaften 86 cm groß und es gibt sogar welche, die das noch toppen und auf einen Meter kommen. Schon bei den Kelten war der ausdauernde und unerschrockene Jagdhund beliebt und im Mittelalter galt er in Adelskreisen als wertvolles Geschenk. Heute ist er eher selten anzutreffen, gehört aber dennoch zu den beliebten Rassen für Begleithunde. Wenn er eine gute Erziehungsgrundlage hat, entwickelt der Ire ein ausgeglichenes Temperament. Er eignet sich aber nur bedingt als Familienhund, da er sich nicht kompromisslos unterordnet und auch seine Kraft gerne mal unterschätzt. Und, habt ihr es schon geahnt? Auf Platz 1 der kleinsten Hunderassen der Welt, der Chihuahua. Seine Herkunft liegt im historischen Nebel von Tolteken und Azteken. Die Rasse ist jedenfalls ganz schön alt. Der feingliedrige Hund startet ab 15 cm und viele denken dabei an eine Handtasche. Da gehört das kleine Energiebündel aber ganz sicher nicht hin. Der Chihuahua ist gesellig und hat ein Riesen-Ego, vor dem man ihn manchmal schützen muss. Er liebt sein Rudel und Artgenossen und braucht viel Aufmerksamkeit und eine konsequente Erziehung mit viel Ausnahme. Na, habt ihr auch so einen großen, kleinen Kerl in eurem Leben? Oder steht ihr doch eher auf 1 bis 20 Nummern größer? Schreibt gerne in die Kommentare, mit wem ihr euer Sofa teilt. Macht's gut und bis bald auf diesem Kanal.